Skin the color of a barbecue. Clothes smelling like trees, digging my heart from my roots and weeds, my truth bleeds right now. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, jetzt zurück zu meiner Let's Play-Serie Transport Fever. Und heutiges Thema, wir verknüpfen jetzt die verschiedenen Linien, damit wir endlich mal Lebensmittel in unsere Städte bekommen. So, als allererstes brauchen wir eine Linie, Getreide, Zorge, Zorfi Farm oder so, oder wie das heißt hier. Also wir müssen vom Getreidespeicher müssen wir irgendwie zum Bauernhof, ja? Und damit das so auch funktioniert, nennen wir diese jetzt, hoppala, mir ist mein Spickzettel runtergefallen, nennen wir diese jetzt Getreide Bauernhof. Zack. So, und bekommt folgendes. Wie machen wir das denn am besten? Zack. Zack. Das müsste so klappen. Und dann müssen wir ja vom Bauernhof zur Lebensmittelfabrik wahrscheinlich. Wie heißt das? Lebensmittelfabrik, genau, sag ich ja. So, da werden wir auch nochmal eine Linie machen. Linie. Oh, rosa, nimm doch rosa. So, Bauernhof. Hof. Lebensmittel. Fabrik. Zack. Aber von da nach Urlaub. Voll. Das klappt auch so ganz gut. Und später dann bräuchten wir dann einen Zug, der die ganzen Lebensmittel in unsere Stadt bringt. Mal gucken, müssen wir mal schauen. Ja, die wollen alle Lebensmittel hier haben. Wir haben ja hier... Nee, Moment, was ist denn hier besser? Ich glaube, das ist wahrscheinlich sogar besser hier. Können wir LKWs nehmen? Wir können eigentlich auch LKWs nehmen. Das Ganze dann einfach umschlagen. Ist die Frage, wie kommen wir da rüber? Müssen wir mal schauen, dass wir hier mal eben eine Verbindung machen. Damit wir dann das Ganze von dort auch dort. Das heißt, wie machen wir das jetzt am besten? Wir brauchen ja hier auch nochmal irgendwie... Bräuchten wir auch nochmal irgendwie so einen klitzekleinen Schwupps. Dann machen wir das so. Dann werden die Sachen hier abgeliefert. Dann brauchen wir eine von Punkt... Machen wir mal Punkt A zu Punkt B. Wir nennen das mal LKW Lebensmittel. Hier, ach da. So. Dann brauchen wir noch einen Zug, der wie gesagt das ganze Zeug Lebensmittel. Stadt. So, nennen wir das erstmal. Und zwar sollen wir die Lebensmittel von hier... Moment, hier gibt es ja einen Bahnhof. Von dort nach... Wo ist es denn? Hier oben. Nach hier bringen.
Ich hoffe, dass das auch klappt. Weil ich sehe schon wieder nicht, dass das irgendwie klappt. Irgendwie ist da der Wurm drin. Müssen wir schauen, ob wir auch wirklich alles so angeschlossen haben. Aber das muss ja klappen. Ja, wir schauen einfach mal. So. Dann schicken wir mal jetzt die ersten Züge los. Und zwar brauchen wir einen Zug. Wir machen die mal nicht ganz so lang. Nehmen wir den hier Elektro. Hier mal so eine alte. So, Getreide, nicht wahr? Wir müssen ja hier Getreide. Ne, wir müssen ja. Was müssen wir denn als erstes machen? Wir müssen erstmal Dünger zur Getreidefarm bringen. Genau. So. Dünger zur Getreidefarm. Das heißt, was brauchen wir denn dafür für ein Waggonchen? Sowas hier, ne? Kann das sein? Ne, nicht. Aber hier. Düngemittel. Düngemittel. Ich würde sagen, wir bringen erstmal nur Düngemittel. Und machen wir sogar vielleicht beides. Ne. Wir machen erstmal nur Düngemittel. Nehmen wir mal den hier. Was ist mit dem da? 18, 12, 13. Wir nehmen mal den. Was ist er? Gut. Und sagen, Düngemittel soll er laden. Nicht ganz so lang. Gut, das reicht sogar schon. Und geben ihm die. Genau, diese Linie. Dann kann er schon mal losrauschen. So, das heißt, unser Düngemittel wird dann hier. Obala. Wird dann hier abgeladen. Produktion daraus ist Getreide. Das Getreide müssen wir hier hinbringen. Das heißt, wir brauchen jetzt ein paar LKWs. So. Dann machen wir jetzt hier nochmal ein paar LKWs. Was haben wir denn hier? Falsches Depot fast genommen. So, LKW sollen Getreide laden. Davon machen wir mal gleich ein paar mehr. Lebensmittel. Nee. Moment. Getreide. Haben wir noch was Schönes? Nehmen wir gleich, wie viel nehmen wir denn davon? Wir machen die mal gelb, damit wir wissen, dass das Getreide ist. Und schicken die LKW Lebensmittel Getreide Bauernhof. Schicken die dorthin. Die fahren jetzt erstmal hin und her. Und später brauchen wir dann einen Viehtransport, der uns das Vieh wir nehmen wir davon. Zack, LKW Lebensmittel, Bauernhof, Lebensmittel, Getreide. Haben wir noch gar nicht. Potzblitz aber auch. War jetzt tatsächlich gar nicht dran gedacht. Dann müssen wir das noch machen. Eine Linie brauchen wir noch. So, die nennen wir tatsächlich Vieh. Zack. Das wird sich hier ein bisschen stauen, aber das ist okay. So.
Was haben wir denn hier? Wo haben wir denn noch? Wir hatten ja irgendwo noch LKWs. Genau, die hier. Da gehe ich mal direkt aufs Depot. Zack. Vieh. Und los geht's. Jetzt müssten wir eigentlich... Ach, ich bin ja doof. Ich bin ja doof. Moment, stehen geblieben. Wir haben tatsächlich vergessen. Oder vielleicht machen die das sogar automatisch. Ich hoffe doch, dass sie das automatisch machen. Ansonsten müssen wir nachher alles nochmal separat für die jeweiligen LKWs einstellen. Bei den Zügen habe ich es ja gemacht. So, ist hier läuft schon irgendwas hier produktionsmäßig noch nicht, weil der Zug, der muss erstmal... Was haben wir denn hier für einen Zug? Was ist das denn? Hier, Düngemittel, 11 von 91. Produktion läuft super. Züge fahren auch alle. Moment. Ja, Produktion läuft hier auch ganz gut. Hier ist es auch okay. Läuft alles. So, der ladet jetzt hier ab. Düngermittel ab. Und die müssten jetzt theoretischerweise mit der Produktion beginnen. Ja, tun sie auch. Und die fangen hier noch nichts an. Ja, das dauert sich jetzt. Das dauert jetzt ein bisschen, bis sich das alles ein bisschen eingegroovt hat. Aber das kriegen wir wahrscheinlich noch hin. Bis zur nächsten Folge auf jeden Fall, meine lieben Freunde. Bis dahin würde ich sagen, vielen, 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 vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hinterlasst auf jeden Fall einen Kommentar oder ein Like. Und vergesst auf jeden Fall nicht die nächste Folge und schaut euch eventuell noch die vorige Folge an, meine lieben Freunde. Bis dahin würde ich sagen... Schö mit Ö.